Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, den Fred. Und bevor wir gleich in meinen normalen Account rübergehen, bin ich jetzt noch einmal ganz kurz im Developer-Bild, weil sich etwas getan hat. Und zwar hat sich etwas getan beim Design des neuen Bogenturm und auch des Kanonenlevels. Das neue Level wird ja Level 17 sein, also von 16 auf 17. Und da hat sich etwas getan. Es gab ja ein bisschen Kritik. Viele Leute haben gesagt, man erkennt kaum einen Unterschied. Ich gehörte dazu. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, wo ist denn da ein Unterschied? Wir gucken mal drauf. Das ist schon einmal das neue Level. Und also wir sehen jetzt hier Kanone Level 16 und Kanone Level 17. So, und man sieht natürlich einen deutlichen Unterschied. Man sieht, es ist außen, also quasi an der Hinterseite der Kanone ist ein bisschen golden dabei. Und der Kranz da drumherum ist noch goldener. Und diese Nieten, die da oben drauf sind, sind auch deutlich größer geworden. Und außen diese Schrauben sind jetzt auch golden. Also muss man sagen, man erkennt schon einen deutlichen Unterschied. Also, wenn man jetzt vergleicht, Level 16, Level 17, man sieht schon deutlich, da hat sich was getan. Also, auf jeden Fall gut gemacht, Supercell, dass ihr da reagiert habt. Und wir können ja mal gucken. Wir können sie ja mal eben ganz kurz noch umstellen auf Salven. Das sieht auch geil aus, oder? Dann ist das so ein riesiger Kranz im Endeffekt. Ah, schon cool. Muss man sagen, da haben sie auf jeden Fall, sehen wir so von vorne nochmal, also ein durchgehendes Kränzchen in Gold und hinten auch nochmal. Und wir können sie nochmal zurück machen, so sieht sie aus in beiden Formen. Also muss man sagen, sieht richtig gut aus. So, und jetzt gucken wir mal auf den Bogenturm. Das ist der Bogenturm, da hat sich nämlich auch was getan. Und zwar sehen wir jetzt beim neuen Bogenturm Level 17, der hier, sehen wir jetzt hier oben an dem Turm noch diese goldenen, Aussparung würde ich das jetzt mal nennen, die es vorher nicht gab. Vorher war eigentlich nur der Kranz, dieser goldene Kranz um den Bogenturm etwas größer. Und was wir jetzt ja auch noch sehen ist, dass unterhalb dieser Plattform auch noch ein bisschen Gold ist. Und das muss man sagen, sieht auch gut aus. Und die Schräubchen. Ist ja geil, dass ein Bogenturm mit großen Schrauben zusammengehalten wird, oder? Und unten ist auch so eine Tesla-Spule. Ich habe mir selten Gedanken gemacht über das Aussehen der Gebäude, ehrlich gesagt. Aber in diesem Fall... Doch, tatsächlich mal, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, ist es euch recht, sagen wir es mal so, ist es euch recht, gefällt es euch nicht, sieht es gut aus, sieht es nicht gut aus, ich finde auf jeden Fall, es sieht gut aus und auch in diesem Fall, wir werden ihn einmal ein bisschen verändern und zwar auf die kurze Reichweite und wir sehen das, der goldene Rand oder beziehungsweise diese goldenen Aussparungen sind immer noch da und diese Tesla-Spule ist dann halt verschwunden und so sieht das dann so aus, sieht geil aus, dass diese Schrauben verschwinden. Okay, das wollte ich euch nur eben zeigen. Also hier sehen wir jetzt nochmal beide Sachen. Ich werde sie mal eben noch ganz schnell hier beimachen, damit wir das auch nochmal abgeben. Das muss natürlich nach da. Das ist ja eine Kanone Level 16 und das ist die Kanone Level 17. So, hier sehen wir nochmal alle Sachen auf einmal. Also dann habt ihr nochmal einen Überblick. Und nun, meine Freunde, gehen wir zurück in mein normales Dorf. Ich möchte ja noch ein bisschen sammeln, ein bisschen Loot sammeln für das Update, was ja Stand jetzt immer noch am 1. April kommt. Also kurzer Cut. Und bis gleich. Übrigens, falls im Hintergrund irgendwie das ein oder andere Geräusch ist, das liegt daran, dass der Hausmeister einfach über meiner Bude, nein, nicht über meiner Bude, sondern eigentlich eben vor der Straße mit dem Hochdruckreiniger am Operieren ist. Und ich habe das jetzt gerade mal in Outer City nachgeguckt. Man hört es schon. Also ich bin mal sehr gespannt, ob ich das hinterher rausgeschnitten bekomme. Das wäre auf jeden Fall lustig. Also wenn es ganz schlimm ist, wird diese Folge natürlich niemals online gehen. Dann werdet ihr das hier niemals sehen. Bin ich mal gespannt. Also, lieber Hausmeister, man kennt ihn noch aus früheren Episoden. Du hast dir auf jeden Fall wieder die richtige Zeit ausgesucht, um mit deinem dicken Rohr, ich meine mit deinem Hochdruckreiniger, ein bisschen auf der Straße rumzuspielen. Ja, so sieht das aus. Oh, Level 10er mit 400... Ich brauche keine Pokale, ne? In einem anderen Account! Yes! Oh, das wäre so blöd, wenn ich das rausschneiden müsste. Oh, bitte Hausmeister, lass dein Rohr drin. Lass dein Rohr stecken. Oh, das klingt so... Das klingt auf so vielen Ebenen falsch, dieser Ausdruck. Das klingt auf so vielen Ebenen falsch. Lieber Hausmeister, lass den Hochdruckreiniger stecken. Lass dein Rohr in der zu viele Informationen. Zu viele Informationen. Ja, da kommt einer kleiner hin. Zack. Zack und zack und da noch einer hin und der Warden wird fachgerecht gezündet natürlich. Natürlich wird der Warden fachgerecht gezündet, wie soll es auch anders sein bei uns. Aber ich werde mir das jetzt nur aufsparen, also quasi wenn der Felsenwerfer sich öffnet, dann werde ich erst den Wutzauber setzen und zwar jetzt. Da kommt da ein Freeze drauf, alles läuft.
Das läuft! Oh, bitte, sag mir Hausmeister, du hast es. Sag mir, die Folge funktioniert. Ich habe keine Lust, das nochmal zu auf. Ich hab keine Lust, das nochmal aufzunehmen. Lust eigentlich schon. Nur, das Problem ist immer, wenn man dann Sachen doppelt aufnehmen muss, ist es halt langweilig. Also ich habe kein Problem damit, zwei Folgen zu machen, wenn es halt unterschiedliche Themen sind. Das Problem ist halt echt nur, wenn du zweimal das gleiche aufnimmst. Ja, das ist natürlich dann sehr ärgerlich. Es gab auch oft schon Situationen, wo ich irgendwas aufgenommen habe und dann gab es irgendein Problem. Audiotechnisch oder visueller Art und dann dachte ich mir so, jetzt musst du das nochmal aufnehmen. Und dann hat man natürlich gar keinen Bock drauf. Da hat man dann natürlich überhaupt keine Lust drauf. Aber in diesem Fall, hoffentlich, also es hat sich jetzt zumindest beruhigt. Es war wahrscheinlich so die ersten 2 Minuten oder 3 Minuten, hoffentlich kriege ich das rausgeschnitten. Hausmeisterlein. Das wäre geil, wenn es im Spiel so einen Hausmeister gäbe. Also so der Greenkeeper, den wir mal bei Clash Royale gesehen hatten, der ja mal kurzzeitig, also auf dem Rasenmäher quasi. Quasi der Bauarbeiter auf dem Rasenmäher. Das wäre geil. Wenn das Gras wachsen würde und der Bauarbeiter müsste sich noch drum kümmern, dass das Gras gemäht wird. Das wäre geil. Und der würde an der Seite so ein bisschen an den Bäumen rumschnibbeln oder so. Das würde ich feiern. Was haben wir denn überhaupt aktuell im Angebot? Wir haben aktuell im Angebot. Das habe ich schon abgeschlossen. Magier müssen benutzt werden. Und warum ist denn... Ach so, Magier und Wut. Alles klar. Magier und Wut. Das ist allerdings jetzt für mich nicht so ganz so relevant mit den Magiern. Und ich brauche auch keine Ressourcentränke. Deswegen... Was haben wir denn? Warte, 5 Stunden. Habe ich denn keinen Trank kaufen? Nein. Habe ich noch einen anderen Trank? Einen Bauarbeitertrank vielleicht? Nein, haben wir auch nicht. Können wir einen Bauer... Trank des Bauens? 10 Tage am Lager, perfekt. Können wir direkt mal benutzen. So, perfekt. 250 Platz. Es wird immer mehr. Ja, nach dort. Wir haben ja jetzt wieder 5 Platz mehr. Und ich kann auch schon wieder was ausbauen. In 4 Tagen ist die Hexe fertig. Dann, in 5 Stunden ist die Kaserne fertig. Einen Bombenturm kann ich machen. Wir machen jetzt erstmal so ein paar günstige Sachen, weil in 5 Stunden sowieso wieder was fertig ist. Und dann machen wir jetzt auf jeden Fall erstmal einen kurzen Cut. Einen Trank habe ich gerade bekommen, gratis, ne? Ja, perfekt. Den nehmen wir jetzt erstmal und dann Hausmeister. Ach, Alter, lass das Ding doch stecken. Bis gleich. Okay, ich habe mein Mikro jetzt extrem reduziert, bin ein bisschen näher rangegangen. Und hoffe mal, dass das jetzt endlich... Also, ich weiß ja irgendwie, vielleicht muss ich den Anfang sowieso rausschneiden, dann wird die Folge sowieso nichts, aber wir werden einmal sehen. Und jetzt versuchen wir erstmal hier einen kleinen Tunnel zu bauen und uns hoffentlich den ganzen Loot mitzunehmen. Das wäre ja schon einmal sehr erstrebenswert. Ja, auf jeden Fall da noch was wegmachen, den gegnerischen König wegmachen. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass er was in der Clanburg hat. Er hat ja nicht mal ein Liga-Symbol. So, du nach dort. Und du nach dort. Ich habe so viele Loons dabei. Warum habe ich denn so viele Loons dabei? So, zack, zack, zack. Mal eben das weggemacht. Ach komm, sag mir nicht, die Adler-Dev ist auch noch aktiv. Ernsthaft? Die Adler-Dev ist wirklich aktiv. Dort. 1, 2, 3, 4. Mal überall ausgeleuchtet sozusagen. Na, wiederum Warden. Wiederum bist du nicht gut positioniert, mein kleiner Warden-Freund. Aber wir werden es trotzdem schaffen. So, erstmal auf die Queen noch einen drauf. Ihr sollt alle in die Mitte. Und ihr sollt euch bitte um die Adler-Dev kümmern, bevor sie noch einmal schießen kann. Ja, perfekt. So, du noch drauf. Wie viel haben wir denn jetzt? 66%, 2 Sterne. Oben ist das kaputt. Oh, ihr dürft nicht vergessen, wir haben ja immer noch den Felsenwerfer, der sich ja immer noch öffnen kann. Ja, zack, auch noch kaputt. Okay, 3 Sterne, Loot dabei und jetzt müssen wir gleich mal gucken. Ich hab nur nichts wieder ausgebaut. Was wir da noch... Ah, doch, den Turm, den Bogenturm. Jetzt müssen wir erstmal die ganzen Sachen nachziehen, die so ein bisschen noch, die ich ja noch nachgebaut habe. Die ganzen Verteidigungen, also die Kanonen, die Bogentürme, Minenwerfer und so weiter fallen. Fallen mache ich zum Schluss. Aber dass das zumindest erstmal auf so ein einheitliches Niveau kommt von den Bogentürmen, sonst sieht das nämlich extrem Mist aus. Wie wir das ja jetzt gerade sehen, zum Beispiel dieser Turm ist auf 8, dieser Turm ist auf 7. Der Turm hier geht gerade auf 8. Also dieser Turm ist auch noch auf 8. Das sind alles noch so Sachen. Der ist hier auf 9 schon. Also zumindest auf 9 müssten die dann schon mal so langsam. Oh, der ist auch noch auf 7. Wir sind dann fertig. 5 Stunden. Okay, danach mache ich definitiv die Türme und noch ein paar Mauern. Diese Mauern habe ich alle schon gemacht. Und wir sind am Ende von dieser Episode. Hoffentlich wird's was. Und hoffentlich kann ich die Episode später euch zeigen. Also, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und dann bis später. Macht's gut. Tschüss. Makes us look like movie stars.